Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Destiny-Video von mir. Ich bin Exos und in diesem Video geht es um die Konsolen und zwar die Trennung von der alten und der neuen Konsole. Alt und neu heißt hier, alt ist PS3 und Xbox 360 und neu ist PS4 und die Xbox One. Denn bei Destiny ist es so, dass der Content bzw. die Konsolen getrennt werden ab dem August. Das bedeutet also für die alten Konsolen, dass sie den Content oder gewissen Content nicht mehr bekommen. Nun, was heißt das jetzt für die alten Konsolen und wie müssen die vorgehen? Zuerst einmal das, was auf Bungie.net steht. Ich habe übrigens alles in der Beschreibung verlinkt, das heißt, es sind etwa 3 Seiten, die man da durchlesen kann und muss, wenn man sich vollständig informieren möchte, damit man genau weiß, was man machen muss. Hier steht: Ab dem 16. August 2016 sind zukünftige Destiny Game Updates sowie Inhaltsveröffentlichungen nur für PS4 sowie Xbox One verfügbar. PlayStation 3 und Xbox 360 Konsolen werden als alte Konsolen betrachtet und keine größeren Updates oder Inhaltsveröffentlichungen mehr erhalten. Also die werden das nicht mehr erhalten, Entschuldigung. Das bedeutet also, nur noch die neue Konsole wird da mit Content versorgt. Dann habe ich das noch rausgeschnitten. Der Konto-Import-Vorgang wird ab dem 16. August 2016 verfügbar sein. Sobald man den Prozess ausführen kann, werden Spieler einen Konto-Import-Dialog sehen, wenn sie sich zum ersten Mal auf einer PlayStation 4 oder Xbox One anmelden. Dann erstens, wenn das Dialogfenster angenommen wird, beginnt der Konto-Import. Das bedeutet, wenn ihr auf der PS4 oder auf der Xbox One euch dann anmeldet nach dem 16. August, dann kriegt ihr dieses Dialogfenster, wo ihr dann den Import durchführen könnt. Dann wird euer Account von der PS3 auf die 4 importiert oder von der Xbox 360 auf die One. Dann Punkt 2, Spieler müssen den Dialog annehmen, um auf ihrem Destiny-Konto auf PlayStation 4 oder Xbox One spielen zu können. Das heißt, wenn ihr das nicht annehmt, könnt ihr nicht auf der neuen Konsole spielen mit eurem Account. Dann wichtige Anmerkung, der Kontoimport ist ein einmaliger Prozess, der nicht wiederholt werden kann. Punkt 1, bevor Spieler den Dialog annehmen, sollten sie sicher sein, dass sie für den Kontoimport auf ihrer PlayStation 4 oder Xbox One Konsole bereit sind. Das heißt, ihr könnt es nicht rückgängig machen, denn es ist nur einmalig. Zweitens, Spieler, die noch nicht für den Kontoimport bereit sind, können den Dialog schließen. Sie werden dann zum Titelbildschirm zurückgebracht. Ich gehe hier mal davon aus, dass man dann diesen Import einfach später durchführen kann, wenn man in dem Moment noch nicht bereit ist dafür. Dann kämen wir wahrscheinlich zu der häufig gestelltesten Frage überhaupt und die habe ich hier auch mal kurz rauskopiert. Häufig gestellte Fragen, da kommen dann natürlich noch mehrere, ist in der Beschreibung verlinkt. Müssen alte Konsolen ab dem 16. August 2016 geupdatet werden? Gibt es eine Frist für den Kontoimport? Klare Antwort, nein. Der Kontoimport-Vorgang wird ab dem 16. August 2016 verfügbar sein. Spieler können auch nach dem Datum auf alte Konsolen spielen, bis sie auf PS4 oder die Xbox One upgraden wollen. Aktuell gibt es keine Frist für den Kontoimport-Vorgang. Das heißt, man kann das auch nach dem 16. August noch machen. Das heißt, muss nicht unbedingt an dem Tag sein, es kann auch am 17. oder vielleicht einen Monat später. Bungie wird dann natürlich sicher noch eine Info raushauen, wo es dann nicht mehr möglich ist. Also ja, ich würde es jetzt vor dem DLC noch machen. Ich würde das noch machen, bevor das DLC im September dann kommt, damit man dann auch sicher auf der neuen Konsole das neue DLC spielen kann. Gut, falls jetzt noch weitere Fragen da sind, darf man die gerne in die Kommentare schreiben oder, was vielleicht noch sinnvoller ist, ihr geht mal in die Beschreibung und klickt auf die Links, die da drauf sind. Es sind jetzt 3 Links, die da verlinkt sind. Schaut da mal rein, liest euch mal rein, was da alles drin steht, damit ihr Bescheid wisst, was Sache ist und damit der Kontoimport dann auch richtig durchgeführt wird. So, das war's auch schon. Ich dachte, ich mache dieses Video kurz, damit jeder informiert ist, dass jeder weiß, was Sache ist. Nicht, dass sich dann Leute fragen, was ist los? Und besonders die Frage geklärt ist, ob man da noch einen Import durchführen kann oder nicht. Es ist möglich, nach dem 16. August kann jeder von der alten Konsole auf die neue wechseln. Eine Frist gibt es bislang noch nicht. Gut, das war's auch schon vom Video. Vielen Dank fürs Zuhören. Lasst ein Like da, wenn es hilfreich war. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. We'll be right back.